Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser etwas besonderen Folge Hearthstone im Rank, denn wie ihr seht, unten links circa 40 Minuten noch, um Legend zu erreichen. Und das ist das erste Match um Legend. Ich hoffe, es wird gleich klappen. Gegen den Magier an sich würde ich gerne Grauzweig spielen, aber... Gib volles Risiko. Immer Risiko gehen. Ansonsten klappt es eh nicht. Okay. Kann ich mit Leben mit der Hand. Also. 40 Minuten noch, um Legend zu erreichen. Sollte eigentlich machbar sein mit einem Sieg. Aber wenn ich jetzt das Match verliere, brauche ich wieder zwei Siege. In Folge. Das heißt, es kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Bin mal gespannt. Wäre natürlich schon noch schön, das Ziel noch zu erreichen. Normalerweise bin ich jetzt auch nicht so spät noch hart am Grinden. Aber es hätte sich ja noch gelohnt. Unperfekt, hier haben wir den Move mit genügend Mana, dann spiele ich ihn mal. Okay, 5 Mana. Mit 5 Mana. 5 Mana und hoffen, dass er nicht so schnell mit seiner Quest durch ist, dann klappt das. Ich muss jetzt nur ein bisschen was ziehen. Hopp. Ihn zumindest halbwegs beschäftigen. Wenn ich eine andere Möglichkeit sehen würde, würde ich die natürlich spielen, aber es macht gerade keinen Sinn. Hier Mana. Er hat bis jetzt noch nur einen Arkanzauber gespielt. Der Schlussverkauf Runde 4 wäre normalerweise schlimm, das ist auch nicht so gut. Hier Mana. Alles nur Ablenkungen. Und nächste Runde wird der Grauzweig-Move bespielt. Dann wird sich entscheiden. Er könnte den doppelten Schlussverkauf auf der Hand haben, könnte über zwei Runden meine Grauzweig vernichten. Das wäre schlecht. Aber ich muss es trotzdem riskieren. Ah, Magier gefallen mir allgemein nicht so gern. Muss ich sagen, da hat das Deck oftmals ein Problem mit, vor allem wenn, sagen wir mal so, wie es ist, der Magier seine Karten bekommt, wie er sie braucht. Also so richtig ekelhaft dann. Aber zählen wir nochmal nach. 3, 5 und mit der Münze 6, das passt. Orakel von Elun. Ding in der Mähnenwache. So sind die Karten, wie ich sie brauche. 8 Rüstung für ihn. Wadendämmergriff mit dem Schlussverkauf oder der doppelte Schlussverkauf. Ansonsten ist das eigentlich auf meiner Seite, das Game. Er kann sie nicht vernichten, er muss sie einfrieren. Die anderen kann er mit dem Schlussverkauf vernichten, auch sie mit dem Heldenfähigkeit noch dazu. Evolutionsgeschosser natürlich. Jawohl. Jetzt hat geben wir Gotteschild. Und aufbäumen. Das sieht gut aus. Ein Schlussverkauf killt alle bis auf die beiden Grauzweigs. Dann habe ich immer noch 12 Damage, stellt sie auf 8 Leben. Das wird gut gepusht werden hier. Schauen, was sie bekommt. Vom plappernden Buch. So oder so wird die Folge am 1. November kommen, also Allerheiligen. Wie ihr seht, wird schwer werden, es noch am 31. Halloween zu bringen. Aber gut. Ich habe jetzt dann insgesamt heute nochmal wie viele Stunden reingesteckt? Ich glaube 5 oder 6 Stunden. Naja, 5. Ich würde eher sagen 5. Jetzt spät abends 2. Und vormittags 2,5, 3. Ja, doch, kommt hin. Aber gut. Ich will jetzt bloß ein bisschen mich ablenken davon, weil ich habe schon wieder das Gefühl, dass er noch irgendeinen Ausweg findet mit der Medivh. Wenn nicht, habe ich nächste Runde down. Noch 20 Damage. Ja, klar.
Und da kommt die zweite Flamme. Noch nicht ganz besiegt, aber er hat jetzt schon nach Lösungen suchen müssen. Das heißt, vielleicht habe ich jetzt noch Glück. Nee. Aber das ist egal. Machen wir schnell. Da kann eigentlich nichts mehr kommen. Höchstens alle, die ihn einfrieren für zwei Züge. Das müsste aber eigentlich richtig heftiges Tempo gewesen sein. Also wenn ich mein Deck so jedes Mal spielen dürfte. Genau mit dieser Kombination, mit diesen Karten, glaube ich, ist es wirklich für jeden Gegner schwer, da mitzuhalten. Was kommt da raus? Stört mich nicht. Das war's, oder? Pech für ihn, Glück für mich. Er hat seine Quest mit 8 Mana noch nicht hinbekommen. Das lag aber auch daran, dass ich ihn so unter Druck gesetzt habe. Und natürlich mega Glück mit der Hand hatte. Und so einfach geht's dann doch im ersten Game wieder. Legend. Puh, bin ich froh, dass ich es noch erreicht habe. Platz 5528. Ja, nehme ich mit. Seid mir nicht böse, ich werde das jetzt als quasi Intro für die nächste Season beginnen. Ich glaube aber, das ist ein ganz guter Start. Und wir können jetzt gleich in die Belohnung reingehen. Denn die schneide ich jetzt direkt hinten dran mit den ersten Eindrücken von der neuen Season. Sprich, wir gehen in die nächsten Matches rein. Deswegen, Leute, bis gleich. So, jetzt auch nochmal am nächsten Tag für mich, für euch direkt im Anschluss. Die Belohnungen vom Legend Run doch noch. Hat mich relativ lang noch gedauert. Ihr habt es ja gesehen und jetzt schauen wir uns auch die Belohnungen an. So weit, so gut. Machtwort Nimmersatt, Frachtwache und die Klingenkünstlerin. Cyberschreckenslord, Fürst des Echsenkessels. Buchband der Weisheit und Sattelmeister, das müssten eigentlich alles Staubkarten sein. Für mich, die epische wird noch interessant werden. Juwel von den Zoth, ruft drei befundene Diener mit Todesurteilen herbei, die in diesem Spiel gestorben sind. Das dürfte ich definitiv noch nicht doppelt haben. Da bekommen wir natürlich auch wieder die Bonussterne, 10 Stück glaube ich, yes. Neue Saisonkartenrücken. Neue Quests. Und jetzt können wir noch die Packs anschauen. Und schauen mal, wie viel Staub wir bekommen haben für die Season. Und gehen dann gleich nochmal mit ein, zwei Matches in die Season November rein. Ich will auf jeden Fall nochmal ein anderes Deck probieren. Ich habe jetzt seit im Oktober relativ wenig verschiedene Decks gespielt. Einfach wegen dem Söldner-Modus. Ich hatte allgemein im Oktober nicht so viel Zeit. Auch in anderen Projekten, die ich jetzt gerne haben wollte. Schlussverkauf doppelt. Geister der Bankierin, okay. Feiger Grundsatz, den haben wir auch schon mal bekommen. Weiß nicht, ob es letztes Monat war, aber irgendwann haben wir ihn bekommen als Belohnung. Und ein Lecci. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich darauf jetzt ein Deck aufbaue, beziehungsweise diesen legendären Diener testen will. Einfach nur, um den Season-Start zu gewährleisten. Deswegen. Der Aufgabe stellen, Paladin-Quest-Reihe. Spielt drei verschiedene Karten aus, die 1 kosten Belohnung, legt Gerechtigkeit des Lichts 1-4 an. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen, habe ich Bock drauf. Ich denke, das wäre die erste gute Deckidee. Könnte auch ein Hinweis sein vom Spiel. Hey, spiel doch mal die Quest hier. Vongebundener Schläger. Haben wir auch schon. Passt. Gut. Das heißt, in der nächsten Folge baue ich dann auf jeden Fall mal zusammen mit euch das Deck um. Also den Questreihen-Paladin. Weiß nicht, wie stark er denn sein wird, aber auf den unteren Rängen sollte man da schon einen oder anderen Sieg mitnehmen. Heißt, nächste Folge wird beginnen mit dem Deckbau vom Questreihen-Paladin. Mit der Quest, die wir jetzt bekommen haben. Bestimmt so finden. Genau. Da schauen wir uns mal die Aufgabe stellen an.
Wenn du den Rest des Spiels haben wir eure Rekruten, das sind wir in der Hand 2-2. Ja, genau. Perfekt. Das werde ich dann mal probieren. Und in der jetzigen Folge machen wir einfach noch zwei muntere Matches mit einem Deck. Würde sagen, ich benutze mal den. Nehmen wir denn. Was? Nehmen wir denn Elementarschamane? Nee. Würde sagen, wir spielen mit dem Piratenquestkrieger. Deswegen. Bis gleich. Gut, erste Match der neuen Season. Gegen Tyrande. Kommt, ergebt euch dem Chaos. Da hat Todesschwinge recht, ergebt euch lieber. Ich nehme mal an, es wird entweder ein Schattenpriester sein oder ein Control-Priester. Deswegen, klar, zum Lündern würde ich mal weglassen, genauso wie reinprügeln. Die Frachtwache könnte gut sein. Wenn es ein Schattenpriester ist, deswegen behalte ich es mal. Grüßen wir gerne nicht zurück. Hat noch jemand null Ahnung? Schattenpriester. Gut. Nächste Runde muss ich fast die Blutzinge-Räuberin spielen. Yep. Hab keine Wahl. Oder ich nehme die Münze und spiele die Frachtwache oder sowas. Oder die Sturmwind-Freibeuterin. Bringt mir beides nicht wirklich viel. Nehmen wir trotzdem mal den Frachtbeuter. Die Frachtwache. Eine schlechte Hand von ihm. Fünf Schaden, wenn ich einen Piraten kontrolliere. Na dann. Ein Pirat noch, dann bekomme ich eine Waffe. Das ist dann meine benachbarte Diener bekommen auch Schaden, wenn ich das Nitro-Booster-Gift benutze. Passt also ganz gut. Gut, er geht face, ist relativ klar. Wenn ich noch einen Piraten ausspiele, bekomme ich meine Waffe. So weit, so gut. Genau. Wir machen das so und so. Ich muss schauen, dass ich mir ein bisschen Rüstung generieren kann. Sechs Mana ist die Kombi recht stark. Vernichtet einen verletzten Diener, Combo vernichtet einen beliebigen Diener. Bisschen Probleme. Machen wir so. Ich muss ein bisschen gegen... Oh, das ist unlucky. Na gut, damit habe ich verloren. So schnell kann es gehen. Ja, ein bisschen unlucky würde ich das Match mal hier nennen. Ich muss das Deck auch noch ein bisschen umbauen, merke ich, weil so stark ist es nämlich nicht mehr. Aber egal. Gebe ich hier zwei Angriff. Wenn ich hier drauf schlage. Passt auf, ich krieg alles weg. Wenn ich die hier opfer. Mit ihr ihn opfer. Und dann gebe ich ihm einfach mal den Angriff, weil es egal ist. Hab noch 5 Leben, hätte ich nicht verhindern können. War noch ein guter Move zum Ende. Aber da konnte ich nicht großartig mithalten. Dafür hat sie eine zu gute Hand gehabt und Mankrieg instant oben aufs Deck gelegt. Ja. Da konnte ich nichts machen. Es war wie das Match of Legend gerade eben für euch. Für mich war es gestern. Wenn die Hand einfach läuft, dann läuft es einfach. Da hat man keine Chance als Gegner, außerdem wenn ich das Deck jetzt hier nicht gewohnt bin. Aber dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ins Match Nummer 2 in der Season. Für euch ist 3. in der Folge, deswegen gehen wir gleich mal rein.
Gut, nächste Match gegen einen Questmage. Da weiß ich nicht, wie gut mein Deck dagegen passt. Da ich es nicht gewohnt bin, müssen wir das erstmal rausfinden. Aber Kampfschrei zieht einen Piraten ohne 2, bin ich erstmal der Meinung, ist gut. Auf die Blutzirkel-Deckmatrosen jetzt definitiv besser. Also der Schattenpriester gerade eben hat mir sehr gut gefallen. Also das Deck. Ich muss aber auch sagen, als ich ihn gespielt habe, habe ich entweder nicht die Kombos so gespielt oder ich habe sie nicht bekommen. Natürlich eine Mischung von beiden, nehme ich mal schwer an. Eroberer Gambit. Weiß nicht, irgendwie Magier mag ich am wenigsten dagegen zu spielen. Es ist wie früher beim Freeze Mage. Es macht halt irgendwie keinen Spaß. Wie beim Hexenmeister auch. Das sind so Klassen, gegen die spielt man sehr ungern. Ja, Jäger gehört auch dazu mit dem Face Hunter, dass der relativ unangenehm ist. Kann natürlich jeder Gegner sein. Aber ich finde so diese Control Mages sind irgendwie immer die ekligsten. Okay, ich bekomme keine zwei Piraten gespielt, deswegen nehme ich ihn. Die Variationen im Game bekommt man immer wieder rein, indem man sein eigenes Deck gegen die Meta-Decks an sich probiert und schaut, wo sind sie gut und wo nicht. Das war ein bisschen Overkill, meiner Meinung nach. Mit der Münze den Feuerball zu verschwenden. Aber gut, wird schon wissen, was sie tut. Okay. Schnappt euch die Säbel, jetzt wird gerasselt. Ich ziehe meine Sense. Die kostet doch nur 3 Mana. Sie wird keinen Diener haben, der meine Waffe zerstört. Deswegen kann ich einmal opfern. Sie wird doch nicht viele Diener spielen. Nächste Runde kann ich das Nitro Booster Gift verwenden, beziehungsweise reinprügeln. Die Blutsiegelräuberin und die Freibeuterin vorher noch. Wenn ich die beiden spiele, kann ich umsonst Karten ziehen. Yep. Sprich, ich werde jetzt die Freibeuterin spielen. Dann habe ich hier 5 Angriff. Spiel die Blutsiegelräuberin. Die kostenlos Karten. Mach ordentlich Damage. Gut, jetzt wird natürlich perfekt für sie der Schlussverkauf funktionieren. Kennen wir beim Token-Druiden ja auch oder beim Taunt-Druiden. Das müsste jetzt eigentlich der Fall sein. Denn die erste und die zweite Flamme sind nicht so effektiv. Da ist er schon, Schlussverkauf. Top. Gut, ich brauche noch 2 Piraten. Die kann ich nächste Runde spielen. Dann bekomme ich die Moloch. Also Rokara. In der Kiste? Piratenkram. Das ist top. Warte, ich bekomme 3 Damage noch durch. Runde 6, die Piratenquest erfüllt, ist, glaube ich, relativ stark. Die wird nächste Runde... Ja, spätestens mit 7 Mana hat sie auch ihre Quest durch. Damit ist Teil 2 geschafft. Ne, nicht Frost. Hat sie keinen Frostzauber auf der Hand, hä? Jetzt hat sie einen. Gut, was ich jetzt an sich machen kann, ist Captain Rokara und den Nebelfrog-Freibeuter. Ich muss den gefangenen Phönix loswerden. Andererseits... Ja doch, ich muss ihn loswerden. Überleg gerade. Ich bin wegen des Goldes hier. 2 zum Preis von einem. Was macht die Moloch? 2 Kanonen, die 2 Schaden verursachen. 2 zum Preis von einem. Ich könnte einfach so hinstellen.
Dann bekommt die Moloch auf jeden Fall 4 Schaden durch. Und vielleicht bekomme ich ja noch 4, 2, jetzt brauche ich noch 4 Schaden, die ich von der Hand mache. Das kriege ich nicht hin. Das heißt, ich muss die Eisbarriere auslösen. Oh, die Request ist jetzt ready. Runde 8 kommt Waden. Wenn sie... Ja, sie wird eingefroren. Ich bekomme eine Waffe angelegt, deswegen ist das Nitro-Booster-Gift sehr, sehr stark. Genauso wie der Nebelfrog-Freibeuter. Hey. Genau, Quest erfüllt. Ich muss sie eigentlich im nächsten Turn killen. Gute Waffe, Blutschrei, würde ich gerne nehmen. Ja... Der Ankerer der Steinbrecher, den nehme ich. Nitro Booster Gift reicht nicht, denn es ist die Eisbarriere. Die Waffe verbessern bringt mir gar nichts. Ich muss lieber Rüstung machen. Lieber die Rüstung benutzen. Ah, da wäre es besser gewesen mit den Zünden oder so. Oder der zweite Feuerball. Abgeschmolzen wäre. Also, was eigentlich in jedem Deck gegen den Magier Konter Sinn macht, ist Mutanus auf der Hand zu haben. Ich hätte jetzt, hätte ich ihr einfach ihren Waden zocken können. Aber das wirkt halt eigentlich nur gegen den Magier. Also, Mutanus ist der perfekte Konter gegen den Magier, aber ansonsten... Selten wirklich gut. Selten wirklich gut. Und eventuell die Sie erwischen können. Ich glaube, die Zauberstabdieben. Diese Runde geht auf uns. Ist aber auch egal. Eine Niederlage gegen einen Schattenpriester. Mit einer guten Hand und Glück mit Mannkrieg. Und auch gut gespielt. Da hatte ich Karten nicht so, wie ich sie unbedingt haben will. Und die zweite Runde, Runde 6, die Quest ausgelöst. Ich würde sagen, doch, einmal ein schlechtes Beispiel für das Deck, einmal ein gutes Beispiel. An sich, der zweite Schlussverkauf hätte ihr nichts gebracht, weil meine Diener genug Leben gehabt hätten durch den Piratenkapitän. Ja, ich würde doch behaupten. Erst Legend geworden, dann die Belohnungen mit der legendären Paladin-Quest-Reihe. Eine sehr verdiente Niederlage, wo ich einfach überrannt wurde von dem Aggro-Deck. Und ein, ich würde sagen, guter Sieg gegen einen Quest-Mage mit dem Piratenkrieger. Und in der nächsten Folge würde ich gerne mal auf die Quest vom Paladin spielen. Heißt, wir bauen zusammen ein Deck. Ich werde da mal schauen, dass ich da gut genug mir die Karte überfliege, welche ich denn brauchen könnte, welche nicht. Und dann werde ich mal wieder so einen kleinen... Wird es nicht Deckbau-Guide geben, weil es ja letztendlich nur dieses Deck betrifft, aber wir bauen zusammen das Paladin-Quest-Deck. Dann gehe ich mal darauf ein, was ich mir denke. Und danach noch ein, zwei Matches. Ich denke sogar zwei Matches, definitiv. Im Ranked. Und von daher, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die kam jetzt natürlich erst am 1. November und nicht mehr am 31. Oktober, wo... Ja, eigentlich das Legend noch hätte hinkommen müssen. Aber ich denke trotzdem, dass es ganz gut war. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.